Danke, Fremde. Ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand töricht genug ist, sich hier rumzutreiben. Dumme Idee, einem verfluchten Senator zu trauen. Der Jedi-Tempel ist verlassen, hat er gesagt. Niemand da, gegen den man kämpfen muss. Nur der Weg dorthin ist problematisch. Und was finden wir? Kampfdroiden, imperiale Kommandos, Sith. Wir haben Glück, dass sie uns nur unsere Beute abgenommen und uns hier zum Sterben zurückgelassen haben. Wisst ihr, was die Imperialen hier vorhatten? Abgesehen davon, Söldner anzugreifen, die einen legalen Auftrag erledigen? Keine Ahnung. Senator Stasno sucht nach einem Tagebuch, das seinem toten Sohn gehört hat. Irgendein großes Tier bei den Jedi, das während der Plünderung gefallen ist. Das Tagebuch ist alles, was von ihm übrig ist. Ich fühle mit dem Senator. Und mit seinen Credits. Aber diese Kommandos haben jetzt das Tagebuch. Sie werden uns nicht zweimal verschonen. Ich kann nicht zulassen, dass Imperiale das Tagebuch eines gefallenen Jedi behalten. Ein toter Jedi gehört vielleicht zu eurer Sippe, aber nicht zu meiner. Senator Stasno wartet in der Nähe des Senatsgebäudes. Wenn ihr das Tagebuch zurückholen könnt, wird er euch empfangen. Danke für die Rettung. Los, Jungs, dieser Auftrag war ein echter Reinfall. Das Tagebuch eures Sohnes, Senator. Beim Tempel waren Imperiale und eure Söldner wurden überwältigt. Imperiale? Im Jedi-Tempel? Kein Wunder, dass die Söldner nie zurückgekehrt sind. Das Imperium kann es nicht auf Familienvermächtnisse abgesehen haben. Ich muss den Senat davon in Kenntnis setzen. Danke, Jedi. Es muss schwer gewesen sein, diese Ruinen zu betreten. Doch ihr habt den Schmerz eines Vaters gelindert.